Wenn wir als Motorradfahrer oder Motorradfahrerin mal mit unserer kompletten Ausrüstung durch die Stadt laufen, am besten noch mit dem Helm unter den Arm, dann werden wir immer angeguckt wie Aliens. E.T. zu Hause telefonieren. Ja, ich denke, das wird euch genauso wenig stören wie mich. Nichtsdestotrotz unterhalten wir uns heute in diesem Video über das Folgende. Nämlich Motorradbekleidung, die auf den ersten und zweiten Blick gar nicht so aussieht, womit wir also undercover unterwegs sind. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf dem Kanal von Helmexpress begrüßen. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich weiß das sehr zu schätzen. Wenn du noch nicht abonniert hast, gerne mal kostenlos machen. Und wir schauen uns heute Alltagsbekleidung für den Motorradfahrer an. Nochmal, haben wir ja neulich schon mal ein Video zu gemacht, verlinke ich dir hier auch. Es geht hier wirklich um Motorradbekleidung, die nicht so aussieht, die wirklich einen Freizeitlook hat, aber trotzdem noch die wesentliche Sicherheit bietet. Natürlich, und das ist ein kleiner Disclaimer vorweg, wir werden hier mit nichts so auf dem Level sein von einem Sportstiefel und einer Lederkombi mit Airbag-Technologie. Das ist es nicht. Nichtsdestotrotz haben wir hier den viel, viel höheren Alltagswert. Und deswegen schauen wir uns erst eine Jacke an. Wir schauen uns dann Jeanshosen an, also Kevlar-Jeans, Motorrad-Jeans. Wir schauen uns Handschuhe an, wir schauen uns Schuhe an in verschiedenen Ausführungen. Und ich würde sagen, ja, lasst uns direkt ins Video starten. Wir starten jetzt also mit den Jacken. Ich werde euch auch alles unten in der Timeline markieren, sodass ihr eben entsprechend springen könnt. Plus, ich verlinke euch natürlich auch alle Produkte in der Videobeschreibung. Ne? Genau. So, wir haben neulich ja bereits ein Video darüber gemacht, über die Top 3 Alltagsjacken. Die verlinke ich euch hier auch nochmal. Das waren alles Textiljacken. Wir haben hier keine Jacke in diesem Ranking gehabt, die im Entferntesten so einen krassen Freizeitstil hat. Wir haben hier ein Denim-Material mit hoher Abriebfestigkeit, zertifiziert bis 45 km/h. Also wenn ihr 45 km/h oder weniger fahrt, dann sagt der Hersteller, ist es auf jeden Fall safe, dass es nichts durchgeht. Ist also auch wieder eine Jacke, genauso wie viele Textiljacken aber auch, die eher im innerstädtischen Bereich die Stärken ausspielen kann. Nichtsdestotrotz, auch wenn ihr schneller seid, wenn ihr jetzt mit 80 absteigt, dann hat die natürlich eine gute Schutzwirkung. Es kann eben nicht sichergestellt werden, dass es dann nicht irgendwann durch ist. Nichtsdestotrotz ist dann die Verletzung auf jeden Fall deutlich geringer, als wenn er jetzt mit einer, was ich, Freizeitlacke unterwegs wärt. Wir haben hier Protektoren im Schulterbereich, genauso wie hier im Ellenbogenbereich. Auch eher zurückhaltend, sodass es eben nicht groß aufträgt, dass ihr da auch immer in der Freizeit unterwegs sein könnt, theoretisch. Wir haben hier die Taschen, auch sehr wichtig für eine Alltagsjacke in meinen Augen. Plus wir haben hier die Thematik, dass wir nur eine Schicht haben. Das ist also eine Jacke, die nicht viel aufträgt, die aber auch sehr luftig ist, ideal für den Sommer. Und ich drehe es mal einmal. Haben dann hier auf dem Rücken nochmal richtig groß Replay draufstehen. Hier noch ein paar Streifen. Sehr, sehr geile sportliche Optik. Ich weiß gar nicht, ob es ein Kunstleder ist oder ob es ein echtes Leder ist. Das werde ich nochmal beim Hersteller in Erfahrung bringen müssen. Und ja, macht sich natürlich sehr, sehr gut auf einer Harley oder auf irgendwelchen sportlichen Motorrädern. Einfach, wenn ich die passende Ausrüstung dazu habe, dann kann ich die sehr gut rocken und eben in der Freizeit auch. Also wir haben darüber gesprochen, Protektoren an Schultern und Ellenbogen. Was sehr cool ist, wir haben hier keinen Rückenprotektor drin. Ich könnte darüber nachdenken, ob ich jetzt noch, es gibt ja weiche Rückenprotektoren zum Umschnallen, genauso wie vor allen Dingen, aber auch einen Hartschalenrückenprotektor, der natürlich immer die höchste Sicherheitsstufe hat, wenn es ein vernünftiger ist, das mal vorausgesetzt. Und dann wäre die wahrscheinlich auch sehr cool zum Stunten, denn die hat schon extrem viel Stretch-Einsätze. Also ich fühle mich zum Beispiel manchmal in der Jeansjacke so ein bisschen eingeengt und so. Das haben wir hier in der Form nicht, denn sie hat einfach deutlich mehr Stretch-Anteil als jetzt eine normale Jacke. Ich mache es euch einmal auf, haben hier eben den Kragen mit zwei Knöpfen. Zack. Und seht hier rein, wirklich eine Schicht und hier noch eine kleine Napoleon-Tasche. Hier kann ich also ein Handy reinstecken, hier kann ich auch ein Portemonnaie reinstecken, solange es nicht zu dick ist. Das ist sehr, sehr cool. Die Jacke ist zudem CE zertifiziert. Das müsste sie gar nicht sein, denn es kann uns ja keiner dazu zwingen, eine wirklich Motorradjacke auf dem Motorrad anzuziehen. Aber das spricht halt nochmal dafür, dass die Jacke wirklich auf unsere Anforderungen zugeschnitten ist. Kommen wir jetzt zur Motorrad-Freizeitausrüstung in Reinform, nämlich der Kevlar-Jeans. Ich habe Donnerstag gerade in dem ganzen Video nur über diese Jeans gesprochen. Das verlinke ich euch hier. Das solltet ihr euch anschauen, wenn ihr euch das ja, näher zu Gemüte führen wollt. Deswegen werde ich das gar nicht alles wiederholen. Nichtsdestotrotz, achtet darauf, dass ihr die Passform bekommt, die ihr haben wollt. Hier zwei Replay-Jeans wirklich, weil die in dem Bereich einfach stark sind. Einmal Chain und einmal Shift. Diese beiden Jeans sind sehr geil, weil die nur noch aus einer Schicht bestehen. Früher war es so, dass eine Kevlar-Jeans mindestens aus zwei Schichten, nämlich aus der Denim-Schicht außen und der Kevlar- bzw. Aramidfaserschicht da drinnen bestand und dementsprechend immer so ein bisschen dicker war, ein bisschen mehr aufgetragen hat als eine normale Jeanshose, dementsprechend auch im Sommer wärmer war, schwerer war etc. Und das haben wir hier halt gar nicht mehr. Es gibt die jetzt auch wirklich Slimfit, es gibt die auch mit Cargo-Taschen, es gibt die mit und ohne Protektoreneinsätze. Ich habe euch ja in dem anderen Video, falls ihr das gesehen habt, empfohlen, dass ihr für die Arbeit vielleicht eine nehmt ohne Protektoren, weil die dann einfach wirklich
original wie eine normale Jeanshose aussieht. Und wenn ihr zum Motorradstammtisch fahrt oder in der Stadt, also so im Freizeitbereich, dann könnt ihr getrost eine nehmen mit Hüftprotektoren und mit Knieprotektoren, weil ihr dann eben nochmal eine Nummer sicherer unterwegs seid. Plus achtet darauf, bis zu welcher kmh-Zahl sie zertifiziert sind, sodass ihr eine habt, die dann auch eben, genau wie wir es bei der Jacke eben gesehen haben, so 45 kmh oder vielleicht sogar 60 kmh noch zugelassen sind und dementsprechend auch nicht so schnell durchschleifen. Ja, der einzige Gegenstand, den es irgendwie für mich nicht so im Freizeitlook gibt, ist der Handschuh. Ich habe euch deswegen mal was mitgebracht, was gut zu den anderen Gegenständen passt. Denn ich denke, wir tragen alle in unserer Freizeit nicht so unbedingt Handschuhe. Vielleicht zur Gartenarbeit oder wenn man irgendwie am Haus arbeitet oder sonst irgendwas macht. Beim Fitnessstudio zieht da vielleicht irgendwelche Handschuhe ohne Finger an. Auf jeden Fall gibt es für mich keine Freizeithandschuhe, deswegen irgendwas, was passt hier. Behring-Handschuhe mit Gore-Tex-Membran, klassisch unauffällig. Ich würde jetzt nichts mit langer Stulpe nehmen, sondern eher sowas Halbes oder ein bisschen mehr als Halbes. Denn, ziehen nochmal gerade an, dann so habe ich die Chance, dass es über den Knöchel geht und dementsprechend, also wenn ich stürze, dass der Knöchel hier nicht so in Mitleidenschaft gezogen wird. Als Schuhe im Freizeitlook finde ich im Moment diese hier von XRC ziemlich cool. Sieht so ein bisschen aus wie ein Wandererstiefel. Wanderstiefel. Ist natürlich hier mit Schalthebelverstärkung. Wir haben hier auch eine feste Ferse, festen Zehenbereich, genauso wie hier eine Polsterung im Knöchelbereich. Und das ist ja auch der ausschlaggebende Punkt. Der Schuh darf uns beim Umfallen nicht ausgezogen werden. Und wir dürfen nicht umknicken. Und das ist hier definitiv gewährleistet. Und ja, diese beiden hier habe ich jetzt mal mitgebracht. Gibt natürlich unzählige weitere. Gibt es natürlich auch sportliche Reh. Also wenn er eher auf Sneaker steht, dann gibt es die auch. Aber in diesem Fall auch passend eben zu den ganzen Denim-Sachen, die ich euch vorgestellt habe. Sehr geil. Plus, wer hier richtig hinguckt, sieht Michelin. Diese Sohle ist nämlich am Michelin Road 5 orientiert und kommt auch direkt von Michelin. Dementsprechend, ja, geiler Grip und gefällt mir persönlich sehr gut. Denn ich bin jetzt kein Schuhmacher. Deswegen versuche ich es euch mal bestmöglich zu erklären. Denn die Sohle ist so geformt, dass es sich extrem gut anfühlt am Fuß. Es geht auch so bei der Wölbung im Fuß so hoch. Also sehr, sehr geil. Und ich bin gespannt. Oder ich bin nicht gespannt. Ich werde es auch noch mal in der Praxis testen. Kommt auf jeden Fall. Sehr denim-lastig, also unser Video zu der Freizeitbekleidung. Aber über so Denim-Sachen haben wir auf unserem Kanal noch gar nicht berichtet. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr in der Freizeit quasi tragt. Habt ihr schon eine Kevlar Jeans oder wie seid ihr jackentechnisch unterwegs? Interessiert mich wirklich sehr. Schaut euch gerne unsere anderen Videos an, die ich euch verlinkt habe. Unten erwähnt habe ich sie und jetzt habe ich sie euch unten auch verlinkt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne positiv bewerten. Abonniert hier gerne unseren Kanal. Und hier ist auch ein Video aus dem Motorradfahrer-Alltagsbereich. Kannst du dir sehr, sehr gerne anschauen. Und sehen wir uns hier Dienstags, Donnerstags und Sonntags zu neuen Videos. Und jetzt wünsche ich dir eine gute und vor allem unfallfreie Motorrad-Saison. Pass auf dich auf. Bis dahin. Ciao.